Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder ums lecker Grillen. Wir machen heute mal den Grill an und werden heute mal was ganz Tolles ausprobieren. Ich habe hier Salzgrillsteine. Die sind von Rosenstein und Söhne. Gibt es also bei Pearl. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie ich mir hier was mit brutze, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Ja, die neue Serie läuft recht gut an. Ich habe noch einige Videos in petto für euch, was Thema Barbecue und Grill betrifft. Immer mal werde ich jetzt hier so ein Video dazwischen schieben, wie ich mir dann irgendetwas mit irgendwelchen Grillutensilien zubereite. Pizza und sowas haben wir ja alle schon mal gemacht. Den neuen Grill habe ich auch schon mal aufgebaut. Ich verlinke euch einige Grillvideos unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann in Ergänzung das Ganze nochmal anschauen. Oder ihr geht einfach in die Playlist rein, Barbecue und Grill. Und da könnt ihr dann noch einige Videos dann abrufen. Aber wie gesagt, es sind noch einige Videos geplant. Heute soll es darum gehen, mal diese Salzsteine, ja, Salzsteine kann man sagen, einmal auszuprobieren und da etwas drauf zu brutzeln. Das ist nämlich jetzt ein ganz, ganz neuer Trend. Diese Salzsteine gibt es in verschiedenen Größen. Rosenstein und Söhne, welches bei Pearl erhältlich ist, hat diese Größe hier vorrätig. Und ihr seht schon, das ist Naturstein. Der wird nämlich tatsächlich so aus den Salzbergwerken in großen Brocken rausgenommen und wird dann so zurechtgesägt, dass das Ganze dann hier so aussieht. Ist super natürlich, muss man wirklich sagen. Ist ja Millionen von Jahren alt, diese Salzstöcke, wo das rausgetrennt wird. Also da sind jetzt sicherlich ein paar Verunreinigungen auch drin. Aber die sind vielleicht Millionen Jahre alt. Vielleicht findet ihr noch eine alte Mücke da drin oder was. Keine Ahnung, ob das möglich ist und ihr könnt dann Dinosaurier züchten. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Aber grundsätzlich ist das, wie gesagt, jetzt ein neuer Trend. Antibakteriell. Früher hat man ja sehr viel in Salz auch eingelegt, zum Beispiel, um das zu konservieren. Das ist natürlich dann hier auch möglich, wenn wir direkt hier auf dieser Oberfläche brutzeln. Reinigen ist natürlich auch ganz unproblematisch. Werden wir dann auch mal ausprobieren. Dadurch, dass das hier eine Salzoberfläche ist, können wir die natürlich feucht abwischen. Dann geht natürlich ein bisschen Salz flöten, also der Stein nutzt sich natürlich über die Zeit etwas ab, der hat ja eine gewisse Dicke und dann müsst ihr natürlich irgendwann dann mal einen neuen kaufen. Gibt es jetzt momentan im Zweier-Set, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis abrufen. Nur, dass wir uns jetzt die Maße hier schon mal angucken, ungefähr 20 cm mal 10 cm mal 2,5 cm sind diese Salzplanken, möchte ich fast sagen, groß. Und was sich dafür super anbietet, ist natürlich darauf Lachs zu grillen. Auf ein bisschen Sachen müssen wir aufpassen dabei, das heißt, wir müssen die langsam erhitzen. Es kann sonst zum Bruch kommen, das heißt, ihr solltet euch ungefähr 20 Minuten dafür Zeit nehmen, den Stein immer weiter aufzuheizen. Die ersten 10, 12 Minuten solltet ihr so 100 Grad nicht überschreiten, also den Gasgrill, wenn ihr einen habt, dann wirklich auf kleine Flamme stellen und dann ganz langsam hochheizen. Ansonsten können diese Steine dann auch mal reißen. Manche sprechen sogar von einer Explosion. Habe ich jetzt aber so noch nicht gesehen. Ihr könnt die Steine auch einfrieren, das heißt in die Gefriertruhe bringen und könntet die dann als Servierplatte nutzen, nämlich dann für Obst, Käse, Eis, Thunfisch, Desserts und so weiter. Könnt ihr das auch nutzen. Also auch andersrum ist das natürlich möglich. Ansonsten natürlich auch im Ofen oder im Elektroherd auch. Da könnt ihr das Ganze dann auch verwenden, aber natürlich macht das Ganze natürlich auf dem, Grill, denke ich mal, wesentlich mehr Spaß. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ich lege die jetzt mal in den Grill. So, ich habe das jetzt hier einmal auf die Grillroste gelegt und wie gesagt, die Brenner hier ganz niedrig eingestellt und wir werden das jetzt ganz, ganz langsam hochheizen auf jeden Fall. Wie gesagt, ungefähr 20 Minuten müsst ihr euch dafür Zeit nehmen und die Oberfläche hier von diesem Salzstein, die ist wirklich super plan geschliffen und da denke ich mal, wird auf jeden Fall das gar kein Problem sein, da etwas drauf zu garen. So Leute, eine ganz tolle Geschichte, um hier die Temperatur zu überwachen, ist natürlich so ein Digitalthermometer. Wie ich den Grill hier abgegradet habe mit diesem Thermometer, seht ihr auch unten in einem weiteren Video. So, jetzt sind wir bei etwa 120 Grad. Ich habe das jetzt so 10 Minuten laufen lassen und jetzt drehe ich die Brenner langsam höher, dass wir so dann auf 200, 230 Grad kommen in den nächsten 10 Minuten. So Leute, Garraumtemperatur soll jetzt über 200 Grad sein. Der Stein hat natürlich deutlich mehr, da sind wir jetzt bei 230 Grad. Ich würde sagen, ich lege jetzt mal hier ein Stückchen Lachs auf. Oh, das riecht gleich, Mann. Und jetzt machen wir hier die Haube natürlich gleich wieder zu und dann warten wir ein bisschen.
So, wenn wir hier durch das Schauglas gucken, dann sehen wir quasi, wie der Lachs jetzt gart. Von unten her zieht das jetzt wirklich durch das Fleisch durch. Natürlich der Garraum auch mit heißer Luft gefüllt und backt den Fisch quasi mit Heißluft. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze dann wird. Vor allen Dingen, ich habe den ja jetzt auf der Hautseite gegrillt, beziehungsweise auf der Hautseite aufgelegt. Das heißt, der nimmt natürlich dann nur die Geschmacksstoffe des Steins dann an sich. Das heißt, es wird so ein bisschen mineralisch salzig schmecken, so stelle ich es mir zumindest vor. Und ansonsten bleibt der natürlich dann erstmal ungesalzen. So Leute, schaut euch das doch jetzt schon mal an. Ich filme jetzt immer noch durch die Grillscheibe. Der Lachs ist jetzt eigentlich soweit fertig. Wenn so ein ganz bisschen Eiweiß austritt an den Seiten, dann ist er eigentlich perfekt. Unten hört sich das schon knusprig an. Der knistert so ganz schön, wenn man jetzt hier direkt davor sitzt. Weiß nicht, ob man das in der Kamera auch hören kann. Also der brutzelt richtig auf dem Stein hier vor sich hin. Man sieht es ja auch, ne? Und ich werde den jetzt, glaube ich, schon mal rausholen und dann gucken wir mal, wie schön saftig der ist und wie der schmeckt vor allen Dingen. So, jetzt schaut euch hier mal den Lachs an, wie köstlich das tatsächlich aussieht. Und das riecht natürlich super. Ich habe den jetzt überhaupt nicht gewürzt. Das heißt, wir werden den einfach jetzt mal so probieren. Ihr könnt natürlich da vorher auch irgendeine Grillpaste drauf machen, irgendein Gewürz, vielleicht ein bisschen Dill hinterher noch drauf oder sowas. Aber mir geht es ja jetzt viel mehr darum, wie der jetzt hier geworden ist. Und wenn wir den jetzt hier einmal zerteilen, schaut mal, der ist auf jeden Fall schön durch und dennoch schön saftig. So soll der Lachs auf jeden Fall sein. Und wenn ihr jetzt hier die Haut seht, sieht man das? Kann man das erkennen? Hören kann man es, ne? Die ist auf jeden Fall jetzt hier super knusprig. Und wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, dann sieht man, wie der komplett zerfällt. Ich werde den jetzt einmal kurz kosten. Der zergeht wirklich richtig im Mund. Okay. Ja, leider gibt es ja kein Geschmacksfernsehen oder Geschmacks-YouTube oder Geruchs-YouTube. Das hat noch keiner erfunden. Damit könntet ihr auf jeden Fall noch reich werden. Aber ich kann euch sagen, der schmeckt wirklich ganz, ganz hervorragend. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das auch was für euch wäre, so ein Salzstein. Ob ihr damit schon mal gegrillt habt. Was ihr damit grillt, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Grundsätzlich eignet sich dafür eigentlich jedes Fleisch oder zumindest dünn geschnittenes Fleisch oder vielleicht auch jeder Fisch. Dorade zum Beispiel habe ich auch schon gesehen etc. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change.